Das Ei, wie auch unsere Welt, wie auch unsere Erde, beinhaltet alle Informationen von Anfang an bis zum Ende sozusagen. Für mich war auch klar, wenn ich mit dem Ei nicht sachte umgehe, es ist filigran und zerbrechlich. Wenn wir praktisch mit unserer Welt nicht gut umgehen, ist es genauso filigran und zerbrechlich. Es soll keine Mahnung sein, es soll nur eine Erinnerung sein, dass wir einfach auf seinem sensiblen Lebensraum um uns haben und den nutzen dürfen. Und das finde ich ein ganz, ganz großes Glück, dass wir diese Chance haben.